Ja, wir haben immer noch ein Energieproblem. Zeit, das zu lösen. Auf geht's. Servus. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Wir kämpfen immer noch damit, dass unsere Kraftwerke aktuell kein Wasser haben. Und das werden wir mal eben fix ändern. Ich muss nur mal gucken, wie viel eine Turbine hier verbraucht. Na, kommen wir da ran. Die braucht 20 Megawatt. Das heißt, wir haben hier eine Menge Pumpen stehen. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Ach, egal. Die ist nicht mal dran. Was ist denn hier nicht richtig? Na nü. Das funktioniert ja so mal nicht, ne? Das können wir so nicht stehen lassen. Ach komm schon. So. Und wir haben die noch gar nicht angeschlossen tatsächlich. So, jetzt gucken wir nochmal unseren ganzen Anschluss hier durch. Die produzieren 120 pro Minute. Und das heißt 120, 240 und eine Undervolted wäre dann 300 pro Rohr, richtig? Das heißt, wir haben ja noch viel zu wenig. Das heißt, eigentlich war die ganze Zeit nicht die Kraftwerke das Problem, sondern das Wasser. Das ist ja eigentlich viel interessanter. 120, 240. Ja. Das heißt, wir passen das hier erstmal an. Ne, gucken, dass hier aufs erste Rohr auch drei von unseren guten Dings kommen. Von unseren guten Pumpen. Dafür gehen wir da erstmal rüber. So, damit wären wir hier dann auf 300, sogar auf mehr, 360. Was wir ja erstmal ändern können. Indem wir das hier runtersetzen. Na? So, dann wären wir da genau auf 300 in dem Rohr. Was ja eigentlich auch Quatsch ist. Wir befüllen gleich zwei Rohre und dann ist gut. Ne, und die füllen sich dann eigentlich ja auch gegenseitig. Das, ne, und drücken nach. Das geht nur hier noch nicht. Das heißt, wir müssten mit dem eigentlich erstmal hier rangehen. So. Dann haben wir 240, 240. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt kann ich hier natürlich nicht langsliden. Und jetzt kriegen die erstmal Strom, die guten. 20, 40, 60, 80 Watt brauchen wir erstmal. Und ein Biomassebrenner bringt nur 30. Na ja, gut. Machen wir drei Stück von den guten. 1, 2, 3. Ach, fuck. So, unsere Notfallbrenner. Die werden jetzt erstmal hier an die Pumpen angeschlossen. Düd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 ü
die Pumpen noch nicht laufen. Noch gar nicht. Hier bin ich doch auch mal hochgekommen, oder? Hier bin ich doch auch mal hochgekommen. Naja. So, jetzt gehen wir doch wieder hoch. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wie das hier mit dem Wasserspiegel läuft. Ach, hier hatte ich auch schon einen Generator angebaut. Das ist ja interessant. Womit ist der verbunden? Gar nichts, wie mir scheint. Wo geht das denn hin? So. Du machst jetzt erstmal Strom für... Wo legen wir das Kabel hin? Geht zwischen in die Mitte, oder? Wir brauchen eh zwei. Können wir auch zwei so hinlegen. Eins hier und... Ach komm. Immer diese Kleinigkeiten. Daran. Die hat anscheinend noch nichts zu tun. Und daran. Ja, Logo, wo keine Last ist, kann ich nicht hinlegen. So, die pumpen schon mal fleißig. Und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze wieder ans Rennen kriegen. Irgendwas ist da jetzt ausgefallen. Weiß der Geier was. So, ihr habt auf jeden Fall noch kein Wasser. Wer denn hier jetzt Wasser bekommen? Das ist doch die große Frage. Ihr habt Wasser bekommen. Und ihr kriegt auch weiterhin Wasser. Aber da müsste doch auch Wasser laufen. Ja, läuft auch. Das geht bis hier. Ja, fühlt sich langsam, aber es fühlt sich. Wusch. Einmal leer machen. Und dann geht es auch schön schnell wieder hoch. Sehr schön. So. Wie schaut's aus? Warum fühlt sich das hier nicht? Das ist aber arg langsam. Warum ist es jetzt wieder abgefallen? Wir flaschen hier auch einmal. Zup. Und dann bitte wieder auffüllen. Sehr schön. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis das Rohr voll ist, ne? Sieht hier wahrscheinlich ähnlich aus. Pump mal ordentlich durch hier. Hier steigt es langsam, aber immerhin. So, das kann jetzt erstmal vor sich hinsteigen. So, und warum konnte ich jetzt die anderen beiden Pumpen nicht anschmeißen? Warum kann ich dem keinen Strom geben? Weil da kein Wasser drin ist, oder was? Kein Strom, keine Energie. Ja, Logo. Aber ich kann auch nicht davon weg. Das ist ja Tinnef. Na gut. Füllen wir erstmal die Pumpen auf. Beziehungsweise setzen erstmal ein paar neue. Damit wir die anderen beiden Rohre auch ins Laufen kriegen. Die ja noch, tatsächlich noch gar nicht belegt sind. Och, jetzt machen die wieder so einen Krach, ey. Dann gehe ich mal leise stellen. Das ist die Macke. So, wie viel Wasser haben wir denn jetzt? Ja, immer so viel. Die 1, 2, 3, 4 reichen ja gerade mal. Ach komm schon. Wo bist du? Na? Da bist du. Zack, weg bist du. So, Ruhe. Da kommt doch schon der nächste. Na komm her. Das war knapp. Der hat mich fast erwischt. So. Ich
man bebauen? Gar nicht mal so viele. Nur 4 Stück. Dann haben wir nichts mehr für die Rohrleitung. Müssen wir gleich nochmal losziehen. Daran soll es ja nicht hapern. Na komm, das geht. Ja, super. Nummer 1. Ich überlege, ob ich da einfach nochmal Fundamente drunter setze und dann gucke, dass ich die besser gesetzt kriege. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Schon Glasblüten? Nö, ne? Wahrscheinlich nicht. Ist aber auch wurscht. Ich reiße die alle einmal ab. Und dann setze ich da erstmal Fundamente drunter. Na, mach mal richtig hier. So. Dann kann ich die ja auch ein bisschen gerade drauf ausrichten, glaube ich. Dann hoffe ich mal, dass das alles ein bisschen sauberer wird. Und bei Zeiten werde ich die Fundamente dann durch Glasfundamente austauschen. Dann gucken wir doch mal. Ich kann Beton mehr. Na super. So, du kommst einmal weg. Wasserpumpe. Können wir die jetzt hier überhaupt drauf bauen? Nee. Schade, dass das nicht geht. Das ist echt ärgerlich. Also, einmal weg den Dreck wieder. Und dann werden wir einmal gucken, dass wir das sauberer platziert kriegen. Das ist ja... Warum ruckelt meine Aufnahme so? Das ist mir beim letzten schon aufgefallen. Das hat mir nicht gefallen. Also so sehr an der Kotzgrenze kann der Prozessor eigentlich nicht sein. Dass hier ein Ruckel entsteht. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier sauber und gerade setzen. Oh, da haben wir noch eine. Na, bis wohin können wir? So, hier die erste. Das nehmen wir auch mal einmal weg. Muss ja hier irgendwie ein bisschen Platz schaffen, ne? So, dann wäre die da genau parallel. Ist das tatsächlich hier der Scheiß, der im Weg ist? Das wollen wir doch mal nicht hoffen, oder? Wir reißen das mal einmal weg. Wenn ich da noch ein bisschen näher rankomme, bin ich da nicht traurig drum. Einmal wieder nach oben. Oh Gott. Nö. Jetzt kann ich nicht nach unten gucken. Ich kotze im Strahl. Scheiße. Ich kotze im Strahl. Ich baue mir jetzt einen Turm hin. Scheiß noch eins. Das weg aufrutschen geht nicht. Einmal dumm gelaufen. Im wahrsten Sinne. Spezial, gib mal hier. Wo ist er? Die Dinger, die man so selten baut, ne? Das ist ein bisschen asig. Beobachtungsturm, ja, ne? Was ist das denn? Auf den Rohren kann ich drauf bauen, ne? Ist ja auch interessant. So. Stehst du hier. Ab nach oben. Und dann läuft das vielleicht ein bisschen besser. Da immer noch so. Da muss ich gleich jetzt mal gucken. Ich baue jetzt noch hier noch fix die Wasserpumpen und dann gucken wir mal. So, was ist denn da? Okay. Nicht tief genug, sagt er.
Ressourcen sind nicht tief genug. Die Frage ist, liegt das an dem Stein da? Wahrscheinlich. Ja, ganz ätzend. Ganz, ganz ätzend. Aber gut. Ist die einmal so dahin? Nicht genug Freiraum. Na komm. So. Sind wir tatsächlich. Also, wir haben so gut wie keinen Platz gespart. Also, eigentlich für den Arsch, ne? Ups. Das war aber die rechte Maustaste. So, die Frage ist, kriegen wir da noch eine neben? Wahrscheinlich schon, so schräg stellen ist wahrscheinlich eine scheiß Idee. So, mal runter. Zack, scheiß drauf, ob das weh tut. Kriegen wir hier noch? Ja, wir kriegen hier noch eine hin. Schön, schön. Na komm, bin ich ran. So. Jetzt gucken wir, dass wir hier hinter noch eine kriegen. Einmal 90 Grad. Oh, wir können sogar noch ein ganzes Ende nach hier ran. Das ist ja interessant. So. Da noch eine. Nicht genug Freiraum, nicht genug Freiraum und dann nicht tief genug. Ärgerlich. So. Gucken, wie weit wir hierher kommen. Na komm. Da noch eine. Nicht nach hinten, ist nicht genug Platz, das wäre ätzend. Passen echt nicht mehr hin. Da sind wir am Maximum. Da stürzt sich mit der. Hm. Das ist ja jetzt gar nicht mal so viel, ne? Was wir hier rausholen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen 8. Na, wie assi. Nimm dich mal weg. Drehen dich hier ein bisschen ein. Gucken wir mal, ob wir damit noch ein bisschen Platz sparen können. Dürfte Kotzgrenze sein. Diese blöden Steine sind tatsächlich ein Problem. So. Dann haben wir hier schon wieder das gleiche Problem. Ah, da haben wir die achte. Am Arsch. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehr schön. Dann passt das doch. Reichen 8? Ich weiß gar nicht. 120 waren das, ne? Ja, 120. Das heißt, für zwei Rohre brauche ich 5. Dumm, dumm. Das ganze Rohrsystem hätte ich wahrscheinlich sparen können. So. Dann haben wir die Pipes wieder ran. 2. Das ist am ersten. Dann haben wir 2 an der zweiten. Die sich das dann gegenseitig zurechtdrücken sollten. Weg den Scheiß. 7. Manchmal sieht es hier aus. Ja, es geht. Das
nicht schön, aber es geht. Einmal bitte weghacken. Oh. Ich habe die auch gar nicht mehr in meinem Inventar. Zack. Dann und gib ihm. Mein lieber Kaffeebecher. Musste jetzt einmal weichen. Manchmal ist das so. So, dann gehen wir bis hier tatsächlich. So, warte, an das Rohr sollen jetzt auch erstmal nur zwei. Jetzt nehmen wir gleich die. Ja, so ist okay. Baue ich das hier gleich um? Ich glaube, ich baue das hier gleich um, oder? Wenn wir hier schon mal bei sind, dann können wir das auch gleich vernünftig machen. Was soll der Scheiß? Alles weg. Wir machen euch jetzt schicki. So. Dann gucken wir mal. Ja, ihr müsst aufweichen tatsächlich. So. Dann brauchen wir euch. Und zwar so. 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 Und so. Und dann von hier nach da. Und von da nach da. Das ist zumindest vorhin. Da muss ich die wahrscheinlich ein bisschen auseinandernehmen. Aber wir gucken mal erstmal, ob wir das irgendwie gedeichselt kriegen. So, wäre wohl gelacht. So. Hier ein. Das geht nicht. Das geht aber. Na? Ach, keine Eisenplatten mehr. Ach, komm schon. Es ist ein Graus. Na gut, wir müssen eh gucken. Und du stehst ein zu weit weg. Hier so nah zusammenstellen. Ach, hier habe ich sie überlappt. Ne, das muss da ein bisschen auseinandergehen, weil ich die Überdruckventile quasi damit ranbauen muss. Und dann geht es nicht anders. Aber wie dem auch sei. Jetzt muss ich nochmal ein bisschen Eisen gekriegt haben, dass ich zumindest die Stütze hier raufsetzen kann. Ja. So. Davon haben wir auch nicht mehr viel. So, die beiden gehen an den. Und um das weiterzubauen, brauche ich Eisen. Also, zack, Schlückchen Kaffee. Und Eisenplatten holen. Und alles steht still. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich glaube tatsächlich alles nur, weil Wasser gefehlt hat. Das ist schwerst ärgerlich, zumal ich die ganze Kraftwerkreihe, die ich dann noch hingesetzt habe, mir sparen können. Aber gut, manchmal ist das so. Ich mag mein Türmchen da. Ich glaube, ich will da drüben auch so ein Türmchen. Mache ich das hier noch ein bisschen breiter? Dann haben wir da eine coole Brücke zwischen. Können wir ein bisschen modellieren. Wäre doch auch mal schön, oder? Hier muss noch was drunter. Aber anderes Thema. So, Beton könnten wir auch gleich noch ein bisschen was mitnehmen. Es wird nichts nachproduziert. Das ist unheimlich ärgerlich. Wir brauchen Eisenplatten. Die müssten wir hier en masse haben. Und wir brauchen Kupfer. Beziehungsweise Kupferblech. Und alles steht. Ich kotze im Strahl. So, was ist denn das hier? Drei Eisenplatten. Den Stack belegen. Das ist ja auch Blödsinn. Was haben wir hier? So, dann haben wir 200, 300 Eisenplatten. Das ist doch in Ordnung. Machen wir hier den Stack noch voll und dann passt das. Und ein bisschen Treibstoff nehmen wir zur Sicherheit auch gleich mit. Ups. Oh, das ist aber gut zu wissen. Das habe ich ja eben erst gesehen. Ich kann ja auch hier wieder alles anschmeißen. Das ist ja cool. Das gefällt mir. So, hast du hier noch was ausgespuckt in der Zwischenzeit? Oh, kein Strom, sagt er. Geht gar nichts. So, was wollte ich jetzt noch holen? Treibstoff.
Den haben wir ja immer noch hier in unserem kleinen Nebenarm. Ein bisschen was sollte da ja vorrätig sein. Ja, das passt. Wir nehmen da ein bisschen mehr. Geben wir uns noch ein Schlückchen. Dann haben wir hier irgendwelchen Müll, die. Ist ja auch schön. Eisenplatten. Na, schau mal, Energie. Manchmal. Ist das wie gewollt. So. Jetzt bin ich auch immer noch nicht weiter. Ah, ich kotze im Strahl. Das hält alles so krass auf. Kackstrom, ey. Das sieht hier mittlerweile auch aus, ey. Cooler Scheiß. Ich mag das hier manchmal. Zack. Und wieder nach oben. Ach nee, das Ding funktioniert ja nicht, weil wegen kein Strom. Ah, verdammte Scheiße, ey. Verdammte Scheiße. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht vergessen, irgendwas mitzunehmen. Das wäre ultimativ ärgerlich. Ne, wie gesagt, wir versuchen das erstmal mit den vier Pumpen hier. Dass wir die ordentlich ans Laufen kriegen. So. Jetzt können wir aber die hier wieder bauen. 1, 2. Und mit ein bisschen Platz dazwischen. 1, 2. Und die Pipe von A nach B. Und jetzt gucken wir mal. Ne, das wird nichts. Obwohl, wir könnten Folgendes machen. Ich glaube, das finde ich cool. Von hier nach da oben. Dann liegt ja das Rohr so. Was soll das denn? Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Ah! Mann! Dreckskack-Scheiß. Warum mache ich das jetzt so? Ist auch völlig unsinnig. So. So, wo war das jetzt? Na, da war das. Obwohl, da brauchen wir das. Wir brauchen das doch hier gar nicht. Das ist ja Tinnef. Die beiden laufen, nicht die beiden. So, das heißt, die kommt weg. Manchmal verstehe ich mein eigenes System nicht. Ist auch toll, oder? So, dann laufen die erstmal richtig. Und dahinter kommt erst... kommen erst die nächsten Pumpen, die das mit auffüllen. So, das heißt, wir haben hier einmal, das können wir eigentlich so setzen. Einmal ein Rohr. Und wir haben hier einmal ein Rohr. So. Zack, zack. So. Und dann kommt ein. Das ist ja dumm. Markus, du bist manchmal dumm für drei. Manchmal bist du echt dumm für drei. Meine Herren. So. Hierher. Und dann muss das so. Und das geht's gar nicht. So. Da rein. Pipe von da nach da. Ich hoffe, das passt doch mit der Pumpe. Müsste das weiterhin passen. Und von da nach da. So. Die Pumpe muss jetzt schon auf zwei Rohre aufgeteilt werden. Das heißt, wir nehmen das hier erstmal alles weg. Ziehen das hier weiter gerade lang. Das hier ein bisschen einheitlich haben. Was ist denn hier die Idee? So. Und dann nehmen wir die beiden. Setzen die erstmal hier zwischen. Ein bisschen auseinander muss es weiterhin. Ich hab das doch hier. Oh, Mensch, Magus, ey. Ich sollte heute nicht weiterspielen. Ich sollte an dem Punkt eigentlich, das ist der Punkt, wo ich sagen sollte, hier ist Schluss. Markus, wir spielen jetzt nicht mehr. Nehme ich hier nicht mal den Termin Abstand hinkriege. Ich bin ja dezent genervt gerade. So.
Jetzt geht's weiter bis nach hier. Bitte mit dem richtigen Abstand. Danke. So. Dann ziehen wir die Pipe noch rüber. Von da nach da und von da nach da. So. Gehen wir mal davon aus, die pumpt zuerst voll. Das heißt, wir setzen. Nee, das passt ja nicht. Dies passt ja nicht. Dann machen wir das hier. Na, ob das was wird. Ich habe meine Zweifel. Nee. Aber das hier geht, ne? Warum macht er das so? Ey, das sieht doch affig aus. Was soll denn das? Ja, was halt hier? Dass wir das Ganze schnell ein bisschen teilen. Sehr schön. Das geht. Ja, dann drückt er in beide Rohre rein. So soll es sein. So, du machst hier im Endeffekt das Gleiche. Na, erstmal da. Den kannst du von mir aus auch in beide Rohre drücken. So. Zack. Damit laufen hier schon mal 360. Jetzt den nächsten. Machen wir hier wieder zwischen, oder? Ja. Hier sitzt es doch ganz gut. So. So, so. Ja, alle drei ist noch. Zack, nach da. Zack, nach da. So, hier wieder eine Klemme zwischen. Zwar. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt dein Problem? Eins hier. Eins da. Von da nach da. So, jetzt haben wir hier 120, 240, 360, 480 und jetzt kommen hier die 600. Moment. So. So. Und so und so. Dann sind wir beim dritten. Sehr schön. Obwohl, wir können hier eigentlich auch so machen. Hoffe ich zumindest. Ja. Das ist gut aus. Nee. Oder auch nicht. So viel dazu. Hier setzen wir so nochmal einen vor. So, da wäre der. Da wäre der erste. Da wäre er nein. Das passt doch besser. Und das muss denn tatsächlich schon gar nicht mehr. Was? Unglückliche Form. Okay. Na gut, dass wir hier tatsächlich gar nicht weiter müssen. Hier beginnt denn schon der nächste Ansatz. Ach scheiße. Nochmal weg. Du nochmal ran. Zack. Und nach da. Dann sind wir bei dir. So. Eins. Das wird doch nichts. Das wird doch nie im Leben was. Nee. Gut. Müssen wir hier also auch noch einen vorsetzen. Passt das hier unten? Nee. Dann nehmen wir euch komplett weg. So. Und machen es nur so. So. Du nach hier. Wollen wir es einmal ein bisschen anders machen. Nein. Hier eine passende Kreuzung hin.
Und dann haben wir hier tatsächlich beide Rohre voll ausgelastet. Theoretisch. Praktisch steht auf meinem Blatt. 220, 240, 360, 480, 600. Theoretisch. So, 20, 40, 60, 80. Wir brauchen 100 Watt. Das sind 90. Das heißt, ein Biokraftgenerator brauchen wir noch. Zack. Um das überhaupt erstmal wieder ans Laufen zu bringen. Und du gehst mal hier mit ran. Und du gehst dann, wie haben wir es hier gemacht, die zweite Platte. Okay. Das machen wir auch gepflegt weiter. Und dann wollen wir doch mal sehen. Zack. So, dann haben wir alle noch Strom. Du. Einmal du. Ach, hier hängst du schon zwei dran. Das ist ja äußerst du. Dann so. So, der hat, dann kriegt der. Der. Das war logisch. So, kriegst du nochmal Treibstoff und dann schmeißen wir ihn wieder an. Wollte gerade sagen, das musste laufen. Oder auch nicht. Achso, die müsste Treibstoff rauskommen. Ja, aber den. Na den. So, und du kriegst auch nochmal 100. Den Laptop. Sehr schön. Und laufen. Und das Ganze fühlt sich. Da steht unser neues Rohrsystem. Das sieht gar nicht mehr so verkackt aus wie das alte. Das ist doch gut, oder? Wir gucken jetzt einmal, ob wir da vorne in die Ecke kommen. Sehr fein. Zwei Rohre mit vollem Druck sollten sie auch haben. Da ist logischerweise noch nichts. Da fühlt es sich fleißig. Läuft es einmal hier drunter durch. Hier wieder nach oben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Sehr schön. Drückt hoch. Hier wieder den Weg nach oben suchen. So. Du hast keinen Strom, weil du keinen Treibstoff hast. Auch das ist erstmal okay. Zack. So. Pumpen laufen, Pumpen drücken hoch. Na, ist doch ehrlich. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Rohre hinlaufen. Zu welcher Seite? Natürlich, eine Seite hier, eine Seite da. Na, wie super ist das denn? Okay, müsste mit der Last aber trotzdem erstmal gehen. Die laufen. Die sollten auch laufen. Sehr schön. Gucken wir mal bis nach hinten. Überall Wasser haben. Hier ist fast noch nichts. Aber Logo, da fehlt ja auch das zweite Rohr. So, wie viel haben wir denn jetzt? 1000, 1,2 Gigawatt. Damit müssten wir doch eigentlich alles wieder ans Rennen kriegen. Wir gucken mal. Jetzt wäre die Strom. Meinen Strom hergenommen. Da nicht. Da irgendwo ist ein Mast. Das ist aber der falsche. Hm. Moment. Dies läuft alles hier lang. Dann läuft das hier runter. Dann ist
da keine Verbindung? Ach doch, da ist auch eine Verbindung. Wie viel Strom wird denn gerade abgenommen? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Eigentlich nichts. Ist noch die Zeit? Zeit ist schon wieder fast um. So, dann würde ich sagen, das wieder am Laufen haben. Nehmen wir hier erstmal die Pumpen wieder ab, beziehungsweise gehen hier wieder ganz normal ans Stromnetz. Zack. Das war gut. Von da. Ach, da guckt man von da den Strom. Ist ja interessant. So, die einmal ab. So, so, so. Das kann dranbleiben. Das ist die Pumpe. Und die beiden haben. Aber dann können wir hier. So, alle Pumpen rennen. Jetzt gucken wir, dass wir hier hinten. Die müssten jetzt entsprechend auch wieder dran sein. Beziehungsweise kommen jetzt wieder ran. Und dann gehen die nämlich wieder alle ab. So, wo haben wir denn hier? Da haben wir Strom. Entschuldigung. Oh, ich niese so unglaublich windig. Wahnsinn. Du ab. Nacker. Du auch ab. Na. Du auch ab. Du bist noch dran, warum auch immer. Und falls wir das Problem nochmal kriegen, machen wir uns hier einmal einen extra Mast. Dass wir dann einfach nur das Ganze ans Strom bringen müssen, an den Strom bringen müssen, wenn es gut ist. So. 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 Hier ran. Hier ran. Hier ran. So, dann haben wir die vier alle da. Der dürfte ja jetzt quasi nichts verbrauchen, weil wir keinen Verbrauch haben. Ja, sehr schön. Können wir hier vor sich hin tuckern, wie sie wollen. Und dann würde ich sagen, bringen wir die nächsten 2 Euro noch ran, ne? Das klappt ja erst einmal zumindest einmal frei. Das holen wir uns einfach an der Seite. So. Ich glaube, einen müssen wir hier einsetzen und dann können wir wieder gehen. Und kommt der drum? Ja. Sehr schön. Nur, dass wir hier viel, viel weiter bauen müssen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Ach komm. Dein Ernst. Jetzt hier zu. Ich kann jetzt nicht mal wegsiegen. Was soll denn das? Doch, sehr schön. So, Käffchen dazu und alles wird besser. So, dann holen wir uns doch wieder unsere. Also, tatsächlich, ich weiß, warum alle rumgemeckert haben, dass ich die dafür benutzen soll. Die sind tatsächlich wesentlich cooler. Ich muss mich erstmal an die Optik gewöhnen. Jetzt habe ich keine Eisenrohre mehr. Ach komm schon. Ist da alles nicht wahr? Warum fließt ja eigentlich nur 30 Kubikmeter pro Minute durch? Wahrscheinlich, weil ich nicht mehr brauche. Hoffe ich zumindest. Was ist denn da passiert?
Tropfen dran gemacht, oder was? Okay. Das sah seltsam aus. War auch seltsam. So. Passt. Gut, dann holen wir uns noch Eisenstangen. Gönnen uns einen Schluck Kaffee. Und den Feuer frei. Zack. Zack. Und auf geht's. Letzte Viertelstunde schon wieder. Meine Fresse. Die ganze Folge nur an dem Wasserscheiß wieder gesessen. Ich hoffe, es bleibt ein bisschen was übrig. Dann brauche ich meinen Turm hier. Einfach nur, weil ich es kann. Sieht ein bisschen aus wie eine Schleuse. Finde ich, glaube ich, ganz cool. Die Treppe, da brauche ich den auch gleich mal. So, dass sie zusammen auspasst. So, moin, Eisenstangen haben wir da hinten, ne? Können wir gleich mal gucken, was wir sonst noch übrig. Beton können wir auch gleich wieder mitnehmen. Kupfer werden wir auch noch mehr brauchen. Und läuft hier eigentlich wieder alles? Ja, das wohl. Läuft auch. Ja. Bleibt. Brauchen wir eigentlich nicht wieder. Können wir den Stack ein bisschen auffüllen. Mehr Eisenplatten. Und Rohre. Ewig nicht gebraucht. So. Genau. Kupferrohre. Kupferplatten. Kupferplatten, Kupferrohre. Kupferblech. Auch gut. So. Auch wieder gut aufgefüllt. Würde ich dann so schnell wie möglich gehen, wieder loswerden. Verstopft alles das Inventar, Junge. So. Bald, echt bald kriegen wir das hier ans Laufen. Vielleicht ja sogar noch diese Folge. Oder brauche ich lieber meinen Turm? Ich weiß es nicht. Könnt mir nachher mal schreiben, wenn ihr das gesehen habt, was euch lieber gewesen wäre. Turm bauen oder die Anlage ans Laufen kriegen. Ich bin mir recht sicher, was ihr sagen werdet. Aber ich entscheide mich relativ kurzfristig nachher, wie die Zeit noch übrig ist, wenn überhaupt was übrig ist. 2 Minuten brauche ich hin und zurück. Meine Fresse, viel zu lang. Ich brauche erstmal Kaffee. Hier lappen die Pumpen. Ich da oben noch drauf, obwohl ich das nicht mehr muss. Das ist ja Quatsch. Jetzt geht's ja so weiter. So, mehr Masten. Alle drei. 1, 2, 3. Moin, Kumpel. Na, was geht da? 1, 2, 3. Und ran. Und ran. Also ich bin mir tatsächlich immer noch nicht sicher, woran es jetzt gelegen hat. Also ich meine, Wasser war so ziemlich genug da. Ich glaube nicht, dass es das war. Das ist Scheiß hier weg. Gib das her. Sinnloses Grünzeug. Braucht kein Mensch. So, bin ich hier schon ganz rüber? Natürlich nicht. Ärgerlich. Feststellung, ich kriege hier gar nicht genug Wasser her. Ich muss nochmal was zufügen. Ich habe jetzt hier nur noch 3 Pumpen und ich bräuchte 5. Das heißt, ich muss am Ende mit einem Rohr zufügen. Wie scheiße ist das denn? Aber gut. Ist dann einfach so. So, nach da. Jetzt passt das. Was für ein Scheiß. Ach, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen trockene Luft im Zimmer. Das ist arglich, aber gut. Probleme gibt es überall. Puh, das war knapp. So, das sitzt. Sauber auf beide Rohre verteilt.
Eins, zwei, drei. Zack, zack. Da und noch da. Hier eigentlich parallel oder gehen die auseinander? Ne, die haben beide einen Knick hier hinten, oder? Jo, das ist ja cool. So. Dann lassen wir das so zulaufen. Gucken, dass es halbwegs gerade zuläuft. Die laufen doch nicht ganz sauber. Na, gehen das ran? Zu kurz. Meine Güte, ich muss was trinken. Und ich habe natürlich nichts hier, wie ich mich kenne. Nee. Schön. Schön nervig. So. Dann machen wir das jetzt mal so hier. So. Und so. Und dann war es das auf jeden Fall. So, so, so. Gucken wir hier nochmal. So. Und so. Und dann haben wir hier den letzten. Der hier noch. Warum mache ich mir das immer so schwer? Das ist Blödsinn. Sauber. Das schließt ja genau ab. Das ist ja herrlich. So. Und so. So und so. Da die ganze Zeit an- und abfahren. Ne? Bisschen nervig. Mal an, mal aus. Machen hier, was sie wollen. Was? Ach, du bist da schon wieder. Hast du nicht genug Freiraum? Was ist denn jetzt dein Problem? Ach so, der kommt da nicht dran vorbei. Dann müssen wir ein Stückchen nach hinten gehen. So. Und so. Kommst du mal weg. Da ran. Und jetzt sollte das gehen. Ja. Sehr schön. Dann kriegen die noch Stroh. Die drei gutstensten. Und dann bleibt das doch erstmal. Feine Sache. Feine, feine Sache. Das finde ich gut. So, ja, so. Hier sind wir rüber. Dann passt das hier natürlich nicht mehr, aber egal. Hier reicht alle zwei. Hier sind die ja nicht mehr so dicht auf dicht. So, hast du schon Strom? Du hast schon Strom. Dann kriegst du von dem hier. Und von dem. Dann gehen wir nochmal rüber. Nach hier. Und dann haben wir alle das Zwischenstrom. Ja. Dann brauchen wir noch der halbe Paar. Dann kann ich mir demnächst Sorgen machen. Wie wir das mit dem restlichen Wasser lösen. Na komm, flusch, machen wir leer und dann machen wir voll. Gut, das dauert einen Augenblick. Irgendwoher müssen wir noch eine Pumpe kriegen. Zwei sogar, oder? Eins, zwei, drei, ja. Ja. Zwei Pumpen noch. Wie ärgerlich. Ich kriege echt keine mehr irgendwie hinge. Nein, ich muss verrecken. Alles voll. Da rennt nichts mehr. Und hier ist nur eng auf eng. Und hier passt das garantiert auch nicht. Ärgerlich. Kommen wir mal nach dem Türmchen und gucken mal, ob ich hier noch irgendwo Wasser finde.
suche sie halt immer wieder, ne? Leider. Klär den nochmal nach oben. Aber leider Kaffee trinken ist auch geil, oder? Das ist ein bisschen ausgetrocknet da, ne? Das ist schade. Da in die Richtung hatten wir nichts. Da leuchtet was rot. Das ist nicht gut. Oh, unser Haustier. Da ist kein Wasser. Ja gut, das ist ärgerlich, aber erstmal läuft's. Wahrscheinlich auch nicht für ewig, aber es läuft. Ich muss langsam mal ein bisschen auf meine Energie hier achten. Springe hier immer so freizügig runter. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. So. Zack. Einmal den Weg hoch. Und dann sieht das doch erstmal gut aus. Wir gucken oben mal noch einmal nach den Pumpen. Dann haben wir noch 5 Minuten Zeit. Das wird wohl nur für ein Türmchen reichen. Nicht für wir. Bauen unser schönen Service-Tunnel weiter, dem ich endlich mal vorankommen möchte, aber nein. Okay, 2 laufen nicht, logisch, fehlt Wasser. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber wir haben jetzt mittlerweile Kapazität, nur noch 1200. Selbst wenn was er fehlt, müsste hier hinten was ankommen. Dann müsste das hier durchdrücken. Ist sie nicht angeschlossen? Das war auch nicht schlecht. Das hier auch nicht schlecht. Das muss ja so nicht sein. Ne? So. Ich hätte auch mal durchzählen können. Überhaupt genug Wasser da ist, um die alle zu betreiben. Aber gut. So, jetzt auch. Ja. Zack. 1350 Megawatt, beziehungsweise 1,35 Gigawatt. Alle mit Kohle versorgt, das ist auch schön. Wo kommt eigentlich die Kohle? Ja, von hier. Schön. Dann bauen wir uns hier jetzt noch ein Türmchen. Aber nicht so. Kommen wir runter? Wir kommen hier runter. Dann verschwindet ihr jetzt erstmal. Auf Wiedersehen. Dann bauen wir uns das Türmchen von da drüben hier nochmal auf. So, dann machen wir mal den Wänden. Fangen wir an, was haben wir da drin? Tor, ne? Ist das ein Tor? Ja, wahrscheinlich. Ich wüsste nicht, warum ich. Ach nee, das hat ja irgendwie nicht so richtig gepasst. Ja, scheißen da eins. Wie meinen das? Dann machen wir das so. Na, komm her. Und ziehen die Wände einfach einmal so rüber, damit wir die gleiche Höhe haben. So, hier halten wir ungefähr den Turm. Kommt das hin? Ja. Vielleicht noch einen weiter. Dann einmal die Fundamentplatten daran. Das war, glaube ich, 3 tief. Ja. 1, 2, 3 und 2 breit. Und dann kommt der ganze Kram wieder weg. Was man nicht tut, damit es auf einer Ebene liegt, ne? Meine Güte. So, Fenster ran. Ich kann euch schon meckern hören. Warum machst du das erst? Und wisst ihr was? Ich kann es sogar verstehen.
Ich hätte wahrscheinlich auch lieber den Komplex am Strom dran gehabt, aber... Nee, das spare ich mir für die nächste Folge. Na, komm. Das will ich zelebrieren. Das geht ja so nicht. So. Na. Wieso kann ich hier jetzt eigentlich keinen Knick machen? Das ist ja total bescheuert. Total assi. Muss ich da jetzt echt runterspringen? Will ich eigentlich nicht. Muss ich auch nicht. Ich kann das nachher machen. So, und dann bauen wir hier mal runter. Eins. So, das geht noch. Dann müssen wir es freilassen. Ich glaube, ich habe sie falsch umdrehen. Kann das sein? Ja. Falsch rum, falsch rum. Ach Mann, ey. Das ist manchmal auch echt so ein Kleinkram. Dann bin ich einfach auch kleinkariert. Ganz schlimm. Auch falsch rum, auch falsch rum. Was soll denn das? So und so. Das ist richtig. Und du jetzt ab. So, das bauen wir jetzt einmal ein bisschen nach unten runter. Dass ich meine Treppe schon weggenommen habe. Ich bin Experte. Gucken wir mal, dass wir hier einen Weg finden, wo wir nicht gleich stehen. So, so. Zack, man muss nur kreativ sein. Und drunter durch. Und dann können wir auch da oben lang bauen. Das wird ein ganz cooler Anblick. Das möchte mir, glaube ich, gefallen. Das wieder weg. Und dann ziehen wir den ganzen Scheiß einfach runter. Also kalt. Zack. Na komm. Ist hier schon wieder einer falsch rum? Man sieht's von hier. Ja, der ist falsch rum. Scheiß noch eins, was drehe ich hier auch rum? So, jetzt sollte es passen. Passt es? Ja. Und bis nach unten. Unter den Spaß. Ja, zwei so schöne große Glastüren. Fehlt nur eine Treppe und dann ist alles schick. Hui. Das sieht ja erstmal komisch aus. Na, kann ich von der alten noch was wiederverwerten? Schon hier nicht, ne? Nein. Alles weg. Alles weg. Am liebsten hätte ich da ja bei dem anderen auch schon in der Mitte nochmal so einen Turm gehabt. Aber da muss ich nochmal gucken, wie ich das gedeichselt kriege. Zack. Und da machen wir den normale Wände hin. Und Eingang machen wir. Eigentlich liegt am liebsten hier, muss ich sagen. Ja. Den lassen wir hier. So, Fenster und weiter geht's. Da gehen mir echt schon wieder die Eisenplatten aus. Ich kotze im Strahl. Wochenlang quasi nicht gebraucht. Und jetzt brauche ich die für den Scheiß wieder. Nur weil ich hier am Ende noch auf die Idee komme. Zieht sich das Ende schon wieder hinaus? Das kann es doch nicht geben, ey. So, nach oben, Eisenplatten. Ne? Aber ich finde das gut. Das gefällt mir. Hier steht immer noch alles. Beton habe ich noch. Kann ich auch gleich nachholen. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber wir überziehen heute nur minimal. Das ist ja schon mal was wert. So, und dann nochmal ordentlich einen Schlag Eisenplatten.
Dahin, dahin, dahin. Da schleppt sich jemand ins Bett. Schlaf gut. Ich quatsch doch kurz. Sag mal, hallo Internet. Gute Nacht, Internet. Ach ja, ist das nicht schön, wenn Vierjährige schon bis 21:45 wach bleiben. Man könnte glatt unsere Erziehungsmethoden kritisieren. Ja. So, jetzt richtige Wände hin. Na klar. So. 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 Und dann passt das doch ganz gut. So. Das letzte bisschen. Ich werde verrückt. Und tatsächlich wieder eine Folge geschafft. Wer hätte das erwartet? Geht noch, sehr schön. Und die letzten. Du dahin. Dahin. Ach komm, das nehme ich dann her. Ne, das war so richtig. Ups. Ups. So, so, genau. So, dann haben wir hier tatsächlich unseren Eingang. Dann düsen wir nochmal nach oben und gucken, dass wir da auch einen schönen Weg runterbauen. Und was frisst du schon wieder für Sachen, die du nicht fressen sollst? Ach, Mann ey. Kleiner Tipp, schafft euch keinen 40 Kilo Hund in der Wohnung an. Der hat nur Scheiße im Kopf. Renne ich hier echt so einen Riesenkreis noch. Was hat sie denn da jetzt gehabt? Sehr gut. Das ist immer die beste Antwort. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einen guten Grund hatte. So. Dann sind wir doch am Start. Können wir hier eigentlich noch eine kleine Treppe bauen, oder? Wenn wir schon dabei sind. Nee, das sieht ja scheiße aus. Dann nehme ich doch lieber die blöden Wege, wo auch immer sie wieder abgeblieben sind. Hier sind sie abgeblieben. Da will ich das nicht spielen. Ja, genau so will ich das, ganz sicher. Ganz sicher wollte ich das genau so bauen. Ach ja. Schön, dass dieses Spiel weiß, was ich will. Kurve rum. Kurve schon vorher. Gut. Das ist so doch scheiße. Das ist doch richtig scheiße. Dann machen wir das so und verkleiden das nachher von unten. Klingt das nach einer Idee? Ich finde schon. Ja, dass mir das nachher von unten nicht mehr sichtbar ist. So. Tada! So, und dann hier einmal Weg runter. Voran. Und ganz viel runter. Zack. 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 Kurbel. Und weiter abwärts. Kurbel. Und weiter abwärts. Den Boden schon sehen, das ist ja irre.
habe so das Gefühl, dass wir nicht weit genug runterkommen. Oh, doch, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Die Sache ist, dass ich da keine Tür ranbauen kann. Das nervt ein bisschen. Wie regeln wir das denn? Ja, das auch. Da unten nicht dieser blöde... Jetzt habe ich drauf gezeigt, um euch das zu zeigen. Geile Idee. Diese blöde Türschwelle wäre, dann würde ich das sogar nehmen. Aber so ist doof. So ist es alles doof. Also muss es offen bleiben. Ärgerlich, aber nicht zu ändern. So. Dann haben wir jetzt zum Abschluss nochmal Blick auf unsere beiden neuen Türen. Ich meine, das ist eigentlich geiler Zugang für den Service-Tunnel, oder? Wirkt doch eigentlich ganz cool. Ich glaube, mir gefällt das. Mit dieser Brücke dazwischen. Wenn wir dann nachher noch diese Kreuzteile haben, also diese Stahlfundamente. Na, ich zeige euch, was ich meine. Hier, dieses Fundamenterweiterungspaket. Wenn wir die dann mal ein bisschen runterspaxen, dann wird das doch ganz cool. Ja, vielleicht nochmal ein, zwei Basissäulen. Aber so gefällt mir das schon. Da spaxen wir auch noch was drunter. Können wir nicht direkt machen, oder? Wir machen das. Direkt mal dichter um. So. Damit das irgendwie mal Sinn macht. So, so, so. Und dann verkleide ich das, glaube ich, sogar gleich noch mit Wänden. Ansonsten sieht das so aufgesetzt aus. So. Und hier auch noch. Na komm. Ich sehe jetzt bitte dein Problem. Nicht genug frei. Da fehlt dir jetzt der Freiraum. Dein Ernst? Naja, gut. Das ist, glaube ich, zu verkraften. Da geht auch noch. Also, du kannst sonst wo reinbauen, aber das ist dann zu viel. Das ist immer wieder erstaunlich. Naja, gut. Nehmen wir mal wieder stoisch hin. Die waren auch noch falsch rum. Ich kotze im Strahl. Was so? Nein. Das lässt sich auch echt scheiße erkennen. Also da könnte man echt nochmal ein bisschen dran treiben. Aber gut. Ich sag da mal nichts. Oh, hab ich ein bisschen anders gebaut, aber finde ich hier tatsächlich gar nicht schlimm. Dass hier nicht ganz so hoch geht, aber die andere ist ja doch bei weitem länger. So, und beim nächsten Mal bringen wir den ganzen Scheiß da hinten endlich mal ans Rennen, damit das hier endlich mal wieder vorangeht. Das ist ja nicht zu ertragen, dieser Stillstand. Stagnation überall. Aber egal. So, ich bin erstmal zufrieden. Überall stehen die Rohstoffe. Das ist kotzenswert. Damit entlasse ich euch mit dem Blick auf den Service-Tunnel, der auch noch weit ab von fertig ist. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Ne? Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Satisfactory. Bis dahin bleibe ich euer Ragnar Bertolzer.